Mein viertes und fünftes Video auf diesem Kanal hatten diese Lego-Reihe als Thema. Nun, fast 5 Monate später, kehren wir dazu zurück. Und zwar geht es heute um Lego Monkey Kid, um genau zu sein, um den Monkey Kids Delivery Bike Polybag, die 30341 von Lego für Alter 5 plus empfohlen. Eben von Lego Monkey Kid, ja seit Juni diesen Jahres eine neue Lego-Themenreihe. Dieser Polybag war eine Gratiszugabe im Lego Online Shop, war direkt zum Start von Lego Monkey Kid verfügbar, dann glaube ich eine Zeit lang nicht und jetzt eben glaube ich aktuell wieder verfügbar. Und ja, jetzt bin ich hier dran gekommen. Ist ja immer bei den Polybags so ein bisschen wechselnd, beispielsweise bei dem Obi-Wan Polybag war der ja auch mal eine Zeit lang verfügbar, dann wieder nicht und dann doch wieder. Das ändert sich da immer so ein bisschen. Und hier haben wir daneben diesen Polybag von Lego Monkey Kid und es ist wohl der lustigste Lego Polybag aller Zeiten, denn ihr seht es hier direkt auf der Verpackung. Die Figur in einem gratis Polybag hat Printing an den Beinen, an der Seite. In der 350 Euro UCS Cantina von Lego Star Wars gibt es keine einzige Figur, die irgendwie ansatzweise sowas hat. Und hier einfach bei Lego Monkey Kid in einem gratis Polybag ist das hier mit dabei. Dieses Set, in Anführungsstrichen, besitzt 22 Teile und besitzt laut Brickset aktuell so einen Wert von rund 9 Euro. Was interessant ist, weil der Teilewert tatsächlich nur bei 4,45 Euro liegt. Und ja, das war's, würde ich sagen. Wir starten rein. Und dann würde ich sagen, starten wir doch rein in das Öffnen dieses Polybags. Es ist übrigens eine Figur enthalten, nämlich das Monkey Kid oder der Monkey Kid, keine Ahnung, wie auch immer. Und ja, Monkey Kid, ja eben die Figur wirklich in vielen, vielen Sets, wirklich in quasi allen Sets mit dabei gewesen. Das hat meiner Meinung nach die Figur so ein bisschen entwertet, aber ja, hier sind wir. Das ist der Polybag, das sind die 22 Teile, das ist doch recht überschaubar. Und dann kommen wir natürlich zu den interessanten Teilen. Ich hatte schon gesagt, Teilewert von 4,45 Euro. Das hier übrigens die Mini-Anleitung. Es gibt tatsächlich nur zwei interessante Teile. Monkey Kid, ja wirklich ziemlich viele neue Teile eingeführt worden mit Monkey Kid. Unter anderem ja auch diese, die jetzt viele als Doppellichtschwert klingen gerne hätten. Diese Teile, die sind hier tatsächlich aber nicht dabei. Hier nur ein einziges neues Teil dabei, natürlich neben der Figur. Und das ist dieser Print hier, dieser ja chinesische Print oder was auch immer, irgendwas Asiatisches da auf alle Fälle irgendwie drauf gedruckt. Da sieht man hier Pixie auf diesem Print. Ist irgendwie auch ein Charakter von Monkey Kid. Liegt bei 53 Cent. Ist natürlich neu. Gibt es noch in drei anderen Sets. In dem Monkey King Mech, in Red Sun's Inferno Truck und in Pixies Food Truck. Und das andere interessante Teil, beziehungsweise teure Teil, dann hier dieses rote Ding von diesem Motorrad oder Bike, Delivery Bike. Ja, ist ein Red Motorcycle Fairing Chopper, heißt das. Okay, liegt bei 2,33 Euro, also tatsächlich ziemlich teuer. Gibt es auch erst seit diesem Jahr und nur noch in zwei City Sets. Das war es aber schon mit den interessanten Teilen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Figur. Das ist hier wieder sehr toll, wie ich hier durch die Kamera bauen darf. Hier haben wir das Monkey Kid. Ich muss mal ganz kurz in die Arme sehen. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr schön aus. Ich weiß gar nicht, ob ich persönlich überhaupt schon mal so eine Figur gehabt habe mit so Printing an der Seite. Achso, das ist hier so eine Auffaltanleitung. So. There we go. Das war es einigermaßen. Hier natürlich noch Werbung für andere Monkey Kid Sets. Eben das hier, dieser Monkey King Mech. Dann ist hier Red Sun's Inferno Truck. Und das hier dann Pixie's Food Truck. Und ja, würde ich sagen, bauen wir es auf. Oh, sogar Teileliste hier hinten noch mit dabei in der Anleitung. Perfekt, gegen die Kamera gekommen. Ja, dann kommen wir noch zum Monkey Kid. Hat so zwei Gesichtsausdrücke. Die sind beide ziemlich abgefahren. Hier sehr, sehr besonders unterwegs und hier ganz anders. Ja, ich habe ja schon das öfter gesagt. Ich bin eher Fan. Ach, Aufbauvideos mit mir sind doch immer eine Freude. So, dann kommen wir eben hier zu dem Monkey Kid, wenn ich auch in der Lage mal bin, den Kopf aufzusetzen. Und hier dann eben diese Kappe. Und da haben wir hinten auch das Zeichen von Pixie mit dabei. Hat er, glaube ich, irgendwie ein Restaurant oder irgendwie sowas in der Art, wo irgendwie das Monkey Kid arbeitet. Auch mit Dual Molded Legs natürlich dabei. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und dieses Printing an der Seite. Das ist wirklich eine nice Sache. Ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, glaube ich, dass ich noch nie so eine Figur gehabt habe mit so
Printing an der Seite. Ansonsten auch hier sowieso eine sehr detaillierte Figur an den Beinen und auch hier am Torso. Ja, sieht sehr toll aus. Dann hier dieses Haarteil, dieses Stirnband-Dingsbums. Sieht auch nice aus. Und der Gesichtsausdruck eben, ja, bin ich nicht so ganz der große Fan von, weil kein wirklich neutrales Gesicht dabei ist. Aber naja, was mir tatsächlich aufgefallen ist bei der Recherche zu diesem Set, was ich vorher nicht wusste. Ja, ach, ich bin wieder top vorbereitet. Ich habe hier gar nicht meine Platte. So, hier haben wir dann die Platte. Dann könnt ihr euch nochmal ein genaueres Bild von dem Monkey Kid machen. Der sieht sehr schick aus. Der sieht sehr, sehr schick aus. Und was ich gerade ja angefangen habe zu sagen, bevor mir aufgefallen ist, dass ich komplett unvorbereitet in dieses Video reingegangen bin. Was man zumindest Lego lassen muss, sie haben wirklich verschiedene Monkey Kids gemacht. Die haben sich da schon Mühe gegeben, so verschiedene Outfits für den zu machen, denn die Figur ist tatsächlich gar nicht so häufig. Die gibt es nur in zwei anderen Sets noch, eben auch in diesem Pixies Food Truck und in Red Suns Inferno Truck. Klar, es wäre cooler, wenn er nicht in jedem Set dabei wäre, aber zumindest diese Version ist ein bisschen besonderer. Ja, also die haben schon verschiedene Versionen gemacht und das muss man Lego auf alle Fälle lassen. Und in diesen drei Sets ist tatsächlich auch wirklich nur das enthalten. Also es ist nicht so, es gibt ja manchmal so Sachen, wo irgendwie nur der Kopf anders ist, der Faceprint ganz minimal anders oder der Torso ganz minimal anders. Aber nein, tatsächlich hier der Torso, der Faceprint und auch dieses Stirnbandteil, beziehungsweise Haarteil, nur in diesen drei Sets. Das einzige Teil, was ein bisschen generischer ist, ist eben das Tolle eigentlich an der Figur, nämlich das Beinteil mit diesem Print eben an der Seite. Das ist tatsächlich noch in zwei weiteren Sets. Einmal im Iron Bull Tank und dann noch in diesem Set, in dem White Dragon Horsebike. Falls ihr dazu eine Review wollt, dann schreibt mir das natürlich sehr gerne in die Kommentare. Dann bemühe ich mich gerne darum. Hier eben dann die Monkey Kid, was auch immer. Und ja, das war es eigentlich zu dieser Figur. Liegt bei Bricklink übrigens bei 5,47 €. Und dann bauen wir eben das Bike, auf dem er dann durch die Gegend fährt. Angefangen hiermit, dann eben, dann kommen hier an der Seite zwei wunderbare gelbe Teile. Diese Grilldinger. Dann hier, wo haben wir es? Da. Das wird dann hier so rüber gestülpt. Oder wie wird das hier gemacht? Ein 5 plus Polywerk und ich bin schon überfordert. So, okay. Dann haben wir es. Dann hier, das hier vorne. Das Ding hat nur 18 Teile hier. Also das ist jetzt... Hier sollte keine große Herausforderung sein. Mag man meinen. Wir sind schon auf der Rückseite. Hervorragend. Jetzt hier dieser Reifen. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob ich jemals schon einen Motorrad gebaut habe in Lego. Ist ja erschreckend. Da erzähle ich immer, wie lange ich schon Lego sammle. Und dann habe ich noch nie ein Motorrad gebaut. Weil ich City einfach nicht interessant finde. Ja, ist einfach so. So. Dann sind wir auch schon bei dem zweiten Rad. Und man erkennt schon ein Motorrad. Das ist ja großartig. Und dann hier ganz, ganz wilde Farben mit dabei. Hier Medium Azure ist es, glaube ich. Und dann hier dieses Bright Light Orange, das ja schon bei Marios Haus dabei war. Wilde Farben. Wilde, wilde, wilde Farben. Tan natürlich auch. Und auch ein wenig Dark Tan hat sich hierhin verirrt. Und dann noch eben diese zwei Cupcakes. Oder was auch immer das für Dinger sind. So. Das kommt dann hier hinten irgendwie drauf. So. Da haben wir es. Da haben wir die Lieferung verstaut. Und jetzt kommt eben noch dieser asiatische Print. Denn natürlich, wenn man hier Essen ausliefert, dann darf natürlich auch die Werbung für den Shop von Pixie natürlich nicht fehlen. Das wissen wir alle. Und das war's. Das ist das Bike, das Delivery Bike. Wir haben zwei Ersatzteile, einmal diesen Cupcake und dann einmal diese 1x1 Round Plate. Und ja, das Bike ist okay. Das ist ein Bike. Das ist ein Bike und hier wilde Farben mit dabei. Ein Print, das ist ganz cool. Und ansonsten, das hier natürlich der Hauptgrund. Deswegen habe ich nicht die Sachen gekauft im Lego Online Shop, um da ranzukommen. Aber es ist mit dabei gewesen in meiner Bestellung. Insofern bin ich sehr zufrieden damit, dass ich es bekommen habe. Und es ist einfach eine wirklich tolle Figur. Und ich bin sehr gespannt drauf, dieses schöne Beinteil hier dann nochmal bauen zu dürfen. In dem White Dragon Horsebike bin ich noch sehr gespannt drauf. Aber das hier war ein ganz guter Start in Monkey Kid hinein.
Eine tolle Figur. Also eine wirklich tolle Figur. Es ist wirklich schade, dass Lego das Beste aus nicht hinbekommt. Spike, in Ordnung. Und eine wirklich schöne Figur. Ja, das war's dann auch einigermaßen mit diesem Aufbauvideo-Review. Beziehungsweise eine richtige Review kann man ja bei dem Polybag nicht so wirklich machen. Das ist halt im Endeffekt ein Polybag. Was willst du da groß kritisieren? Ja. Ist cool. Als Gratisbeigabe. Eine schöne Figur. Und das war's. Schreibt natürlich sehr gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Polybag und wie erbärmlich findet ihr das, dass wir das hier Seitenbeinprinting in einem Gratis-Polybag bekommen und einem 350-Euro-Kantina nicht? Lasst es mich sehr gerne wissen. Und ansonsten natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert natürlich auch sehr gerne diesen Kanal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz angenehmen Tag und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. It's time for breaks. Ciao.